PlantNet fragt PietSmiet: Was ist das Wichtigste für euch in einem PietSmiet-Video? Dass es synchron ist natürlich. Ich heiße ja nicht D.Bram. Nein, dass es zumindest irgendeinen Teil hat, der entweder die Leute zum Lachen bringt oder weiterbringt. Aber präferiert zum Lachen bringt. Also wenn ich ganz ehrlich habe, ist das Wichtigste für mich in einem Video daran, irgendwie Spaß zu haben. Ja? Es gibt mehr Differenzierung, weißt du? Es gibt also quasi einen Prozess bei mir im Kopf, der mir ist. Und zwar habe ich Spaß an einem Video, dann drehe ich es, weil ich Bock auf das Spiel habe. Kommt das Video dann gut an, dann wird es öfter auf dem Kanal veröffentlicht. Kommt das Video nicht gut an, habe ich trotzdem Spaß am Spiel, aber spiele es dann halt privat und auf dem Kanal wird für andere veröffentlicht. Ja, aber ich würde nicht gerne Sachen spielen müssen für ein PietSmiet-Video, worauf ich keinen Bock habe, weil dann würde ich sagen, nee, das Leben ist ja viel zu schön, um Scheiße zu machen. Ja, das Wichtigste ist ganz klar, dass halt alle gewisserweise Spaß haben, ja, dass man beziehungsweise zusammen lachen kann, ja, auch wenn man halt sich mal gegenseitig ein bisschen gegenseitig aneckt, ja, aber letztendlich dann immer irgendwelche lustigen Szenen dabei entstehen. Das ist echt so mit das Wichtigste für mich. Und das, wie gesagt, das Spiel muss halt Spaß machen. Das Wichtigste ist für mich, glaube ich, die Anmod und die Abmod, dass der Zuschauer fühlt und merkt, dass er begrüßt wird, dass er wahrgenommen wird, dass auf ihn eingegangen wird, dass die Aufmerksamkeit beim Zuschauer ist, beim Spielen, was nicht immer unbedingt gegeben ist, aber zu 99%. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und vor allem unsere Gruppendynamik, die ist bei allen PietSmiet-Videos eigentlich immer sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gegeben. Zumindest in Projekten, wo wir mit mehreren spielen. Das Wichtigste in einem PietSmiet-Video, dass das lustig ist.